Und offenbar ist ein bisschen besseres Wetter. Man kann auch ein bisschen besser sehen, was ich dir hier gebe. Ist das geil? Wie die einfach mit dem Mega-Moped rumläuft hier. So, was bringt denn am meisten? Lederkombi vielleicht? Ist die Kleidung, Militärbarett, Milizhut, Minuteman-Outfit, das bringt alles nichts zum Verteidigen. Minuteman-Generalsuniform. Ist schon nicht schlecht. Raider-Leder, Raketen. Warum habe ich einen Raketenwerfer hier drin? Schmutziger blauer Anzug. Okay, habe ich scheinbar die Waffen auch alle drin. Ja, vielleicht die Generalsuniform. Die bringt schon ganz gut was. Allerdings wird die dann wahrscheinlich ein bisschen zu dick eingepackt sein. Ich möchte ja schon natürlich auch ein bisschen was fürs Auge haben, ne? Ne, ich teste einfach mal ein bisschen. Apropos testen, wo ist eigentlich das, was der Hund im Inventar hatte? Hundi? Hundi? Wo ist ein Hundi? Hundi ist irgendwie weg. Okay. Ach da. Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Dogmeat? Sowieso Dogmeat. Heißt der so? So, erstmal jetzt. So. Hund. Okay, scheinbar heißt der Hund Dogmeat. Man ja auch mal machen. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier gegebenenfalls noch, was wir behalten können. Die Sachen vielleicht. Gurtzeug. Packen wir mal eins rein. Den Harnisch. Den könnten wir ihr vielleicht geben. Lederrüstungsharnisch. Die Sachen können eigentlich weg. Okay, probieren wir mal eben. Aufgepasst. Was gibt's denn zu tun? Klar, schau's dir an. So, Kleidung, Harnisch. Naja, gut, aber ganz ohne alles sollte sie natürlich jetzt auch nicht rumlaufen. Gurtzeug, was hatten wir noch hier? Lederkombi. Kann sie drunter ziehen. Linker Armschutz. Rechter Armschutz. Metallrüstung linkes Bein. Metallrüstung rechtes Bein. Ja. Eine Gasmaske können die nur geben, aber die hat diese Kumpel, die Mütze auf, da passt schon. Ja, das ist schon... Läuft. Und dann mit der Fat Man. Na. Was packen wir denn mal hier jetzt rein? Vielleicht die Klamotten mal. Roter Ledertrenchcoat. Schweißerbrille. Ja.
Ich glaube, das passt schon. Können wir ihr diesen Ehering noch geben? Aufgepasst. Einfach mal so testweise. Jo. Ja, dann rennt die jetzt auch nochmal mit dem Ehering rum. Dann ist der auch mal weg da drin. So, und die Klamotten, die würde ich eigentlich ganz gerne mal wegtun, also verkaufen. Hui. Schrott können wir hier lagern. Und dann geht's wieder zurück nach Diamond City. Die Gunner, die haben wir auch schon getroffen. Todeskrallen. Mhm. Und ich glaube, wir werden noch mindestens einmal in diesem Spiel eine erledigen müssen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Besorgt die neueste Ausgabe der Public Occurrences. Muss ich das tun? Ich bin ein Mensch. Können wir mal kurz gucken. Kann man die hier erwerben? Oder sich holen? Wo ist denn Nat? Nat? Ach, da unten ist Nat. Oh Gott, jetzt steh doch auf. Hallo. Nett. Hey du, das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Blick aus Teil 1. Okay. Wo haben wir das jetzt? Teil 1, untersuchen, lesen. Blick aus dem Wald, Teil 1 von Piper Wright. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. So denken zumindest viele hier. Sauberes Wasser, funktionierendes Licht, Strom, Sicherheit. Es ist schon richtig, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten noch wunderbar gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, wann die das überhaupt geschrieben hat. Aber dabei vergessen wir nur allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilde Ghule und Zins. Aber wie es der Zufall wollte, habe ich Mahmud getroffen. Ein Vaultbewohner. Vor allem, warum hat die meinen Namen verwendet? Jetzt weiß doch jede Sau, dass ich das gewesen bin. Hätte ich einfach schreiben können, bin ich jemandem begegnet? Jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde er wohl dazu sagen, wie weit wir es gebracht haben? Ist Diamond City das große grüne Juwel, für das wir es immer halten? Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir wissen, wer Mahmud ist. Wo kommt er her? Zu meiner Überraschung hatte er nicht viel zum Leben im Vault zu sagen, denn er hat seine Zeit damit verbracht, auf eine vereiste Scheibe zu starren. Jeden Tag. 200 Jahre lang. Ganz richtig, Mahmud stammt nicht nur aus einem Vault, er gehört zu den ursprünglichen Bewohnern. Er hat die gesamte Zeit im Kälteschlaf verbracht. Fortsetzung Teil 2. Also, was hat Mahmud nach dem ersten Anblick von Diamond City zu sagen?
Kann man die beiden überhaupt vergleichen? Die Welt hier draußen, sie ist nicht einmal annähernd so wie die, die ich zurückgelassen habe. Auch wenn wir unser Stadt gerne als leuchtend unsere Stadt. Hör mal, da ist aber noch ein Tippfehler eingebaut, meine Gute. Gerne als leuchtendes Juwel sehen, sollten wir doch nicht vergessen, dass nicht jeder freiwillig hierher kommt. Manchmal werden die Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und als größte Siedlung im Commonwealth ist Diamond City eben das erste Ziel. Die meisten suchen nur eine Zuflucht, aber manchmal sind sie verzweifelt auf der Suche nach etwas oder jemanden. Mahmoud hat nämlich einen Sohn, Sean, und obwohl ein Vault recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Mahmoud bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft feindselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundene Person in Diamond City. Der beschämte Blick, wenn wir Trauernden begegnen und dabei der Mauer danken, dass es dieses Mal nicht uns getroffen hat. Es gibt 1000 Möglichkeiten im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführung scheren? Ja, warum nur? Es ist leicht, um dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist, aber kaum sonst etwas. Sie sind nicht die einzigen, die für die Entführung verantwortlich sind. Aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführung als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die Entführten vielleicht nie wiedersehen werden. Sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich, auch wenn ihnen alle anderen sagen, dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollen. Ich habe Mahmoud gebeten, Diamond City etwas zu sagen, um uns eine neue Sicht darauf zu eröffnen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und um uns zu zeigen, wie er sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. So Mahmoud. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ja, an sich ist es ganz nett geschrieben. So, dann lass mich mal durch, liebe Mrs. Fatman. Ich möchte mal in Action sehen, wenn die dann anfängt mit Mini-Atombomben rumzuballern. Weil die haben ja, glaube ich, auch unendlich Munition. So, jetzt müssen wir ja zu diesem komischen Valentine. Keine Bewegung, Synth. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Synth! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Okay. Die Show ist vorbei. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Nur euch und eure Scheiß-Paranoia. Was ist passiert? Ich bin kein Synth. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Okay, geben wir ihm mal die Minute. Vor allem erstmal, oh, Wetter looten. Ach, Ansässiger. Können wir hier... Ah, toll, jetzt ist der Käfer gerade nicht da. Wo müssen wir denn hin, um zu denen zu kommen? Hier rum? Sir Detective. Manchmal muss man sich echt fragen, wird sich denn überhaupt noch jemand... Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Ah. Valentine Detective Agency. Die gibt es gar nicht. Ich hab das von Detective Valentine. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Hm? Seine Krawatten. Oh, Nick. Okay.
Eddie Perkins? Ist alles in Ordnung? Die Rechnung. Oh, hab die Rechnung vergessen. Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Nick ist verschwunden? In was ist er da nur wieder reingeraten? Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Er ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Das ist ein riesig amerikanischer Detektiv. Level up! Yeah! Dann können wir erstmal das hier vergeben. So, wir wollen Level 31. Da sind wir voll. So, wir kriegen dadurch wesentlich mehr Gesundheit wieder. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das mache ich mal. So, Juwel des Commonwealths abgeschlossen. Sei mein Valentine. Also jetzt müssen wir den finden, den wir anheuern wollen, um jemanden zu finden. Das ist irgendwie so Ironie des Schicksals. Wir schauen nochmal auf die Karte. Hangman's Alley. Finde Nick Valentine. Warum wird mir das jetzt hier angezeigt? Ich möchte keine Markierung platzieren. Kann ich die auch wieder entfernen? Okay, wir müssen zu Nick Valentine finden, das heißt zur Combat Zone und von da aus können wir dann dahin laufen. Zum Glück sind wir ja von da gekommen. Jetzt habe ich die Sachen gar nicht verkauft, die ich verkaufen wollte. Oh. Ich glaube, wir müssen nochmal wieder zurück. Es nützt ja nichts. Ich habe ein volles Inventar. Ich muss halt ja etwas eindämmen, sonst renne ich gleich da rum und habe keinen Platz mehr. Oh, das lange! Mann! Oh. Ich bin ungeduldig. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Wie viele Steamparks habe ich eigentlich noch? Ich benutze die immer so ganz... problemlos, als wenn es nichts wäre, aber naja, habe ich noch so 3-4 Stück. Wäre ein bisschen kontraproduktiv. Gleisgewehr.
Wie klingt das interessant? Wenn ich dabei so ein bisschen an, wie heißt es nochmal, Evil Dead denken muss, an den Film. So, fertig. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht wieder so lange. Die koloniale Kneipe. Ich sagte, das Let's Play besteht zu 50% aus Ladebildschirmen. Und da ich so ein unkreativer Mensch bin, habe ich noch nicht mal irgendwas auf Lager, was ich dann erzählen könnte. Wenigstens das Wetter draußen schön. So, jetzt aber schnell. Angriff! Habt ihr euch hier wieder beruhigt? Sieht so aus. Hey, ich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Officer? Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist. Aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Du bist doch nur eifersüchtig.